Land ist. Wer ist der größte Lügner im Land? Die das wissen. Die wissen das natürlich, aber wer ist es denn tatsächlich? Das ist der Durchschnitt. Das ist der erste große Lügner im Land. Und warum? Weil, das kann ich schon fast auswendig, der verschweigt nämlich die Armut und er versteckt den Reichtum. Und jetzt frage ich mich immer, wie ist die Politik der CDU charakterisiert? Die sagen immer, im Durchschnitt geht es uns gut und das sagen sie dann als Erfolg für ihre Politik. Das sage ich ja, wenn es uns im Durchschnitt gut geht, verdienen wir im Durchschnitt 30.000 Euro. Das heißt aber, die Mehrzahl aller Leute hat viel weniger Geld im Jahr. Und da muss man ein bisschen gucken, was an der anderen Seite ist. Nach oben hin, da gibt es nämlich Leute, die haben viel mehr. Aber dann muss die CDU auch nicht kümmern. Wir wollen das ja begrenzen, diese exorbitanten Gehälter. Weil manche verdienen ja nicht 30.000 Euro im Jahr, sondern, ich mache das immer so ein bisschen mit einer kleinen Pause, die verdienen ja 50.000 Euro am Tag. Und wenn ich jetzt sage, denen würden da 20.000 Euro am Tag genügen, dann sagt die CDU, jetzt machst du eine Neiddebatte. Dann merken sie sofort, wie das funktioniert. Und ich sage, wenn wir uns um was kümmern wollen, dann nicht um den Durchschnitt, sondern um all die, die darunter liegen. Weil oben drüber, die können sie auch selber kümmern. Also das ist eine wichtige Sache, die Sozialdemokratie. Jetzt gibt es aber die gleiche Sache mit dem Durchschnitt, der macht die Sache so pauschal an einer ganz anderen Ecke, die kennt ihr auch. Meistens ist das der Stil der Bild-Zeitung. Und zwar hat die ein Beispiel. Die hat ein Beispiel von was ganz Schrecklichem. Von einem, der die Sozialhilfe erschleicht. Von einem, der einen umgebracht hat. Von einem, der illegal in der Wohnung wohnt. Ihr kennt das, ne? Ihr kennt ganz viele Bilder. Ihr braucht nur jeden Tag in die Bild-Zeitung zu gucken. Also, und wenn die gar nichts haben, uns passiert was ganz Wichtiges in der Welt, dann geht es um irgendeine Ausschnittgröße von einer wichtigen Schauspielerin. Also, jedenfalls geht es immer um Einzelbeispiele und das Gefühl, was sich dann festsetzt, dieses Beispiel, das wäre sozusagen Beispiel für alle. Irgendwie ist es doch fast überall so, das sehe ich doch an diesem Beispiel. Wenn ich dann mit einem nachgehe und sage, ja, dieses ist ein Einzelbeispiel und das stimmt noch nicht mal ganz genau, wie es da steht, dann fällt ihm ein neues Einzelbeispiel ein, an einer ganz anderen Ecke. Dann hat er nicht Sozialhilfe erschlichen, sondern wohnt illegal in der Wohnung. Wenn das nicht funktioniert, sagt er, da hat aber einer einen umgebracht, da wurden Jugendlicher zusammengeschlagen. Man kann sich jedes Beispiel, wisst ihr, was ich meine? Und wer operiert eigentlich so? Im Netz, ihr seid wahrscheinlich nicht so im Netz, wie viele im Netz sind inzwischen. Also viele, die ich überhaupt nicht mag. Aber wer operiert mit diesen Einzelbeispielen? Dann könnte man die Reden haben wir im Bundestag, die AfD. Die sagt, die Welt ist schlecht, ich habe hier ein Beispiel und das beweist es doch. Nächsten Tag ist die Welt wieder schlecht mit einem anderen Beispiel. Und auch da müssen wir dagegenhalten, weil Beispiele belegen nicht das, was hier passiert. Es gibt jetzt die Grünen, die haben doch, wie sagen wir dann Neudeutsch, Englisch, die haben ein Hype. Also ich komme aus Baden-Württemberg, ne? Und in Baden-Württemberg gibt es ja eine grüne Regierung. Mit der CDU. Und die sind an die Regierung gekommen, kann sich jeder noch erinnern, wie das war? 8 Wochen vor der Baden-Württemberg-Wahl gab es Fukushima. Vor der letzten Europawahl gab es was? Geht auch nur Englisch, Fridays for Future. Ne? Was heißt Fridays for Future? Heißt Freitag für die Zukunft. Ich sage immer, na, das ist für die Schüler in Ordnung, aber eigentlich in der SPD ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag für die Zukunft. Also bekannt, das hat die Grünen im Moment extrem nach vorne gebracht. Und jetzt muss man ein bisschen genauer gucken, was da passiert. Also in Baden-Württemberg, das ist ja die Umweltpartei, die dann den Kretschmann stellt als Regierungschef. Ne? Kann mir jemand sagen, ob der öfter bei Daimler war, als er Windräder gebaut hat? Also die Antwort ist, er kümmert sich mehr um die Automobil. Also das hätte mal ein Schröder machen sollen. Ja? Also das hätte in der Zeitung gestanden. Bei dem wird es selbstverständlich hingenommen und die Windräder, die bei uns gebaut wurden, die gehen zahlenmäßig in den Keller. Wir brauchen aber dezentrale Windversorgung, muss ich nicht weiter ausführen. Also dann merkt man, wie tolerant die Grünen plötzlich sind, wenn sie in der Regierung sind. Da gibt es einen, der heißt Palmer. Ich weiß nicht, ob ihr den Palmer kennt, der ist Oberbürgermeister von Tübingen, von einer modernen Studentenstadt.
und er hält braune Reden. Also braune Reden sind bekannt, was ich damit meine. Richtig braune Reden. Ich will es nicht genauer ausführen. Was sagt eine grüne Kollegin zu mir? Also mal angenommen, die Nadja würde sowas erzählt haben. Hier, da wäre hier der Kessel am Toben. Wir würden sagen, die muss ausgeschlossen werden. Also das geht gar nicht, oder? Wird man doch so, wir würden uns zumindest, also das jedenfalls nicht. Was sagt die grüne Kollegin zu mir? Naja, weißt du, das ist unser Sommerziel. Da habe ich gesagt, du bist aber tolerant. Wir wollen den ausschließen, haben große Probleme. Der kriegt von uns Wäschekörbe, Post und du sagst, es ist unser Sarrazin. Also was für eine Toleranz dort funktioniert. Also wie tolerant die sind, um nach außen so dazustehen, wie sie dastehen. Deshalb sage ich immer, man muss genauer hingucken. Ich bin großer Freund von grüner Politik in der SPD, ist ja klar. Weil ich meine, wir haben den Atomausstieg ja nicht erst durch die Grünen gelernt, aber ich wollte damit nur sagen, dass da Bewertungen gibt in der Gesellschaft, die uns immer wieder über die Sprache und über die öffentlichen Medien, sagen wir mal, hinter die Fichte führen und uns auch immer wieder in so einer gewissen, sagen wir mal, in so ein gewisses Spannungsverhältnis bringen.